Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meinen Lesemonat für den, ja, wie jedes Mal überlege ich, Februar. Genau, für den Februar. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher gelesen. Ein, zwei etwas dünnere, aber ist ja egal, ich zeige sie euch jetzt trotzdem. Und ja, wir fangen direkt mit diesem Buch hier an, nämlich Bring Down the Stars von Emma Scott aus dem Lux Verlag. Und ja, ihr wisst ja, ich liebe Emma Scott wirklich sehr. Ich habe bis jetzt alle ihre Bücher richtig geliebt, das waren 3 Stück. Und ich habe mich dann umso mehr auf dieses hier gefreut. Und ja, ich weiß nicht, ob ich einfach mit zu hohen Erwartungen dran gegangen bin. Oder was auch immer es war, aber ich muss sagen, für mich war das bis jetzt ihr schwächstes Buch leider. Und es geht um die College-Studentin Autumn und ja, Autumn lernt da 2 Kerle kennen, nämlich Connor und ich glaube es war Weston. Genau, Weston ist der andere Typ ist. Und ja, Autumn bekommt von Connor wunderschöne Gedichte und nach nähert sie sich ihm an und verliebt sich in ihn. Vor allem, was sie an ihm liebt, sind die Gedichte. Ja, was sie aber nicht weiß, ist, dass die Gedichte eigentlich von Weston kommen. Denn Weston ist ja Connors bester Freund und er gibt ihm die Gedichte und ja, so verstrickt sich das Ganze ein bisschen. Sie fühlt sich natürlich auch zu Weston ein bisschen hingezogen und ja, so nehmen die Dinge ihren Lauf, sag ich einfach mal. Und das ist so der grobe Inhalt des Buches und ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut. Ich habe mich so sehr auf wieder eine tiefgründige Geschichte von Emma Scott gefreut. Und ich muss sagen, leider hat mir die Geschichte nicht so zugesagt. Ich mochte Weston unglaublich gerne, also der Kerl, der die Gedichte geschrieben hat. Ich fand sie so schön, seine Gedichte. Und allgemein ihn mochte ich richtig gerne, also seine komplette Denkweise und alles. Die weibliche Protagonistin, muss ich sagen, die war mir ein bisschen zu naiv. Ja, ich will nicht dumm sagen, aber ja, sie war schon, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, weil ganz ehrlich, man merkt das doch. Sie immer, wenn sie mit Connor zusammen ist, ist er halt so der Coole, der Süße, der Lustige. Aber er sagt nie was Tiefgründiges, gar nichts. Das ist auch nicht schlimm. Aber sobald Connor und sie sich getrennt haben, schickt er ihr irgendwelche, ja, poetischen Nachrichten oder was weiß ich was. Und das fällt doch irgendwann auf. Also, jetzt mal ernsthaft. Sie, ja, sie war, glaube ich, irgendwie zu gutgläubig, hatte ich so das Gefühl. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das hat mich sehr gestört. Also, ich fand sie einfach zu naiv. Für mich war sie zu gutgläubig, weil das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also, ich würde mir dann irgendwann denken, hör mal, was ist denn schief bei dem? Warum kann er denn sowas nie sagen, wenn er bei mir ist? Und dann hat er halt irgendwelche Ausreden parat oder was weiß ich was. Und was mich halt noch gestört hat, da war eine Sache, die hat mich richtig, richtig gestört. Und zwar wurde immer wieder Connors Lächeln erwähnt. Dass Connor ein so tolles Lächeln hat. Ein Lächeln, ja, was alle aufmuntert. Was, ja, er setzt dieses Lächeln immer und für jeden auf. Und ja, ich freue mich zwar über dieses Lächeln, also ganz ehrlich, ich freue mich, es macht ihn sehr sympathisch, dass er immer lächelt und alle damit aufheitert, aber es wurde meiner Meinung nach einfach zu häufig erwähnt. Leider. Es wurde eigentlich, jedes Mal, wenn Connor erwähnt wurde, wurde auch sein Lächeln erwähnt und das war mir einfach, ja, das war mir zu viel und wie gesagt, ich glaube, mein Hauptproblem war wirklich die Protagonistin, mit der konnte ich gar nicht, konnte mich am besten mit Weston identifizieren, der war so, ja, der war einfach toll und ja, das Ende, das war so, ich weiß nicht, das Ende war krass, das hat mich auch sehr schockiert. Aber ich fand's over the top, muss ich sagen. Ich kann die Begründungen verstehen, wie es zu dem Ende gekommen ist, aber für mich passt es überhaupt nicht zur Geschichte, leider. Genau, also das ist so meine kurze, knackige Meinung zu dem Buch. Es hat mich leider nicht so sehr überzeugt. Es war schön, es war auch locker geschrieben, flüssig geschrieben. Man ist wieder super durchgekommen. Ich habe es auch richtig schnell durchgelesen, muss ich sagen. Aber es konnte mich einfach nicht so packen, beziehungsweise hat es mich eher gepackt, weil ich mich so darüber aufgeregt habe. Naja, es soll keine Rezension werden, deswegen machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was mich dafür umso mehr gepackt hat. Und zwar geht es um Isara Sturmluft von Julia Dippel. Oh mein Gott, Leute, dieses Buch. Ich bin am Ende. Dieses Buch hat mein Leben so zerstört. Es hat mich so
fertig gemacht. Wirklich, ich habe am Ende, also wenn ihr bei Band 2 denkt, der Cliffhanger ist fies, dann habt ihr den Cliffhanger von Band 3 noch nicht kennengelernt. Der ist ein Monster, wirklich. Ich habe geheult am Ende. Ich habe nur noch geheult. Ich fand das so schlimm. Ich habe zwischendurch mal ein paar Tränen verdrückt, weil es mich so sehr berührt hat emotional. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass das hier ist übrigens Band 3 von Isara, deswegen sage ich nicht zu viel zum Inhalt. Ich glaube, es liegt einfach daran auch, dass man die Charaktere und alle Leute und einfach die komplette Handlung so sehr ins Herz geschlossen hat. Und dann passieren Sachen. Man kann einfach nicht aufhören und man muss mit den Protagonisten mitleiden und ja, sich mitfreuen, was auch immer da gerade passiert. Ich fand dieses Buch so perfekt. Es hat von mir 5 Sterne und mehr bekommen. Es war grandios. Ich glaube, das war tatsächlich eins meiner Monats-Highlights und ich habe es so sehr geliebt. Ich liebe diese Reihe allgemein so sehr. Also wirklich, wenn ihr eine Fantasy-Reihe haben wollt oder wenn ihr auch Fans von Sarah J. Maas seid, lest diese Bücher. Die kommen wirklich so, so gut daran und ja, es ist einfach... Ich habe mir sogar eine Sache markiert. Ich frage mich zwar, warum es nur eine ist, aber okay. Das habe ich gerade abgelenkt. Die Bücher kommen auf jeden Fall an Sarah J. Maas ran. Also wirklich auch Kasadim von der Autorin. Das war einfach phänomenal und ich habe es wirklich sehr geliebt. Dann habe ich endlich ein Buch angefangen, was schon ja, zu so einer meiner Subleichen geworden ist. Ja, übrigens habe ich das Buch gemeinsam mit meiner wundervollen Esther gelesen. Und ja, ich glaube, das Buch hat sie auch sehr zerstört. So. Ja, und dann das nächste Buch, was ich mit meinen 2 Herzensmenschen gelesen habe, nämlich mit meiner wundervollen Esther und der wunderbaren Ella. Ich verlinke euch auch ihren Instagram-Account hier unten irgendwo, wenn ich dran denke, was ich wahrscheinlich nicht tue, ich hoffe es. Dann könnt ihr bei ihr vorbeischauen. Macht das auf jeden Fall, sie ist so, so toll. Und ja, wir haben zusammen angefangen. Clockwork Angel von Cassandra Clare. Ich weiß nicht, ob die ein oder anderen es von euch wissen. Ich habe dieses Buch vor Ewigkeiten schon mal angefangen. Bin aber nur, ich glaube, so bis Seite 60, 70 gekommen. Und dann habe ich damit aufgehört. Fragt mich nicht, wieso. Es hatte keinen Grund. Also es lag nicht daran, dass es schlecht war. Ich glaube, ich hatte dann einfach keine Lust mehr oder keine Zeit mehr. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das jetzt mit meiner Truppe angefangen. Und ja, es hat mir sehr gut gefallen. Es ist halt die Vorgeschichte zu den, also es spielt vor den Chroniken der, also vor City of Bones und Co. Und ja, es hat mir sehr gut gefallen. Es war wieder schön, in die Welt der Schattenjäger zurückzukehren. Ich habe mich auch ja direkt wieder wohl da gefühlt. Auch wenn ich finde, dass Cassandra's Clare ein bisschen anspruchsvoller ist, fand ich, dass es sich wirklich locker und flüssig lesen ließ. Es ging auch eigentlich teilweise sehr, sehr schnell, es zu lesen. Das Einzige, was mich echt richtig doll gestört hat, aber ich glaube, das ist bei allen Cassandra Clare Büchern so, dass die Kapitel so lange sind. Oh, ich hasse lange Kapitel, wirklich. Ein Kapitel, was 30 Seiten hat, da könnte ich wirklich kotzen. Ich hasse das wirklich sehr, weil man einfach nicht mal zum Beispiel in der Pause so zwischendurch mal eben so 10 Seiten lesen kann und dann ist das Kapitel vorbei. Das konnte man hier einfach nicht. Wenn du die 10 Seiten gelesen hast, warst du einfach mitten im Kapitel. Das mag ich sowieso nicht. Und oh, also das war wirklich so ein Kritikpunkt, den ich wirklich hasse. Aber ich glaube, das ist bei allen Cassandra Clare Büchern so. Das fand ich wirklich ganz schlimm. Aber ansonsten hat mir das Buch wirklich, wirklich gut gefallen. Ich fand zwar, es hätte mehr, mehr romantisch sein können, weil es bahnt sich hier natürlich auch was an. Es geht halt um Tessa, Will und Jem. Und ja, zwischen Tessa und Will, ja, bahnt sich natürlich so ein bisschen was an, aber es liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass es mehr ein Fantasy-Buch ist als ein Romantasy. Deswegen ist hier, glaube ich, nicht so sehr der Fokus drauf gesetzt, aber ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Im März werden wir leider noch nicht weiterlesen, aber dafür im April und ich freue mich jetzt schon unglaublich darauf und ja, auf jeden Fall wollen wir dieses wunderschöne Buch mal bewundern. Es ist so wunderschön. Ich liebe das Regalbrett mit diesen Büchern. Dann habe ich gelesen Following You von Mika Demon, bis du mir gehörst. Das Buch habe ich von Mein Wunder zur Verfügung gestellt bekommen. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Und ja, das ist so eine Geschichte, die so ein bisschen was von, wie heißt es, von You hat. Und ja. Hier geht es halt um unsere Protagonistin. Und unsere Protagonistin lebt eigentlich in so einem goldenen Käfig, weil ja ihr Vater ist, meine ich, der Chef von so einem Pharmakonzern und hat deswegen ganz viele
ja, Gegner, Mitstreiter oder was auch immer, ja, die ihm halt gerne schaden möchten und deswegen, ja, beschützt er seine Tochter rund um die Uhr. Und dieser passt das natürlich gar nicht. Und ja, sie lernt irgendwann unseren männlichen Protagonisten kennen und sie fühlt sich sofort zu ihm hingezogen, auch wenn sie irgendwie merkt, dass er ein bisschen gefährlich ist und ja, der sie halt auch verfolgt, das weiß sie nur halt nicht. Und genau, das ist so ganz grob die Geschichte. Ich muss sagen, mir hat das Buch so mittelmäßig gefallen. Ich finde, es brauchte sehr, sehr lange, bis es in Fahrt gekommen ist, über 100 Seiten, bis dann wirklich das passiert ist, was eigentlich, sage ich jetzt mal, die Geschichte so ausmachte. Und genau, das hat schon 100 Seiten gebraucht und das Buch hat nur 240 Seiten. Und ich muss sagen, das Buch ist abwechselnd aus der Sicht der weiblichen und der männlichen Rolle geschrieben und ich muss sagen, ich hätte auf die Sicht der männlichen Rolle verzichten können, weil für mich hat diese Sichtweise von ihm ihn einfach total verweichtlicht, also sie hat ihn total weich gemacht und so soft und ich finde, das hat einfach gar nicht zu dem gepasst, was er dann gesagt und gemacht hat. Für mich war er dann einfach so die ganze Zeit so ein Softie, der so eine böse Seite raushängen lässt und ich konnte ihm das leider irgendwie nicht so richtig abnehmen. Zum Ende hin war es dann ja schon so Dark Romance-mäßig, würde ich sagen, aber ja, es war so mittelmäßig, würde ich sagen. Hat noch ein paar Schwächen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Aber es gibt einen zweiten Band und ich muss ganz ehrlich sagen, mich würde schon interessieren, wie es weitergeht. Obwohl, man kann sich das natürlich denken. Aber ich sag mal so, das kann man eigentlich bei den meisten Büchern. Genau. Dann habe ich gelesen, auch eine Kampagne von Mein Wunder. Auch hier habe ich das Buch zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar Lovers and Haters von Josie Charles. Und ja, hier geht es um Jules und sie ist halt neu an der Princeton und sie ist Footballspielerin und sie kann es gar nicht verstehen, dass es an der Princeton keine Footballmannschaft gibt für Frauen und da sie bei den Männern nicht aufgenommen wird, entschließt sie sich kurzerhand ja, ein Frauenteam zu gründen. Das gefällt dem ja hier dem Chef von dem Männerteam natürlich gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube, er heißt Sam, genau. Sam passt das natürlich gar nicht und er will ihr das schnell aus dem Kopf schlagen, dass das überhaupt nichts wird und dass Football und Mädels gar nichts miteinander zu tun haben. Und ja, natürlich ist er heiß und sie fühlt sich zu ihm hingezogen und natürlich fliegen da die Fetzen. Und ich habe mich wirklich sehr auf die Geschichte gefreut. Es war auch eine super süße, niedliche Geschichte. Ich fand das total herrlich, wie die beiden sich die ganze Zeit gekebbelt haben. Ich konnte die weibliche Protagonistin verstehen und ich fand es halt cool, wie sie sich die ganze Zeit durchgesetzt hat und wie sie ihm halt gezeigt hat, wo es lang geht. Das mochte ich richtig gerne. Und ja, es war auf jeden Fall eine super süße Geschichte. Hat mir gut gefallen. War jetzt kein 5-Sterne-Buch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das Buch voll vom Hocker gehauen hat. Aber so für zwischendurch ist auf jeden Fall mal eine niedliche Geschichte und genau. Und dann kommen wir zum letzten Buch meines Lesemonats. Und zwar geht es um Beauty and Desire, verboten sinnlich von Tessa Bailey aus dem Endlich Kiss Verlag. Und ja, ich habe dieses Buch vom Verlag als Rezensionsexemplar bekommen. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle hierfür. Ich werde nicht allzu viel zu dem Buch sagen, weil dazu bald eine Rezension rauskommt. Die habe ich auch heute abgedreht. Ich wollte so fleißig im Video drehen, also ich sag's euch. Und ja, hier geht es, das ist der zweite Band und es geht um Jack und Jack lernt unsere, wie heißt sie, oh mein Gott, ich bin so schlecht im Namen, sind aber einfach zu viele Namen. Es war Katie, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Katie war. Katie, seht ihr, ich habe es mir gemerkt. Jack und Katie, ja, die begegnen sich und ja, Jack verkörpert irgendwie so alles, was Katie gerade nicht möchte und Katie ist irgendwie alles, was Jack zwar irgendwie bräuchte, aber ja. Eigentlich, da hat er gar nicht drüber nachgedacht, dass er das gebrauchen könnte und was auch immer. Und die beiden treffen sich und es ist so schön. Ich habe dieses Buch sehr, sehr doll geliebt. Ich mochte Band 2 tatsächlich noch mehr als Band 1. So viel kann ich euch jetzt schon mal verraten. Und für mehr müsst ihr auf jeden Fall bei meiner Rezension vorbeischauen. Und ja, das war mein Lesemonat. Der war sehr durchwachsen von super guten Büchern. Also übrigens war das mein Monatshighlight 2, weil ich ja vorhin bei Isara von 2 gesprochen hatte. Glaube ich jedenfalls. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, schreibt mir gerne mal die Kommentare, was ihr so gelesen habt und ob ihr vielleicht von den Büchern, die ich gelesen habe, auch welche kennt und was ihr so davon haltet. Und ja, ansonsten freue ich mich über den Austausch mit euch in den Kommentaren und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!